Oh, es gibt eine Endsequenz. Sam und Sarah. Das ist der Arm von Sarah, oder? Hä? Wo bin ich jetzt? Hä, what the fuck? Gene signature confirmed. Welcome back, sir. Boot up the register. Ready to receive. Mission report K731. Personal code FG9565061. Mission status completed. The material requested has been recovered. Of those involved, there's no one left. At least no one who knows what's really going on. I erased all traces of K's involvement. Hexacore Biogenetics will be blamed and held accountable for the mishap in Keen's sight. Good job, sir. Ist das Skelett vielleicht von Sarah? Ich meine, da fehlt ein Arm. Oh wow. Was ist das für ein Vieh? Hä, er lebt noch? Das ist doch nur ein Skelett. Oh Gott. Asiatische Schriftzeichen, oder? Was ist das hier? Hä, wird die Story jetzt doch noch gleich aufgelöst? Warum humpelt der Reiniger so? Das ist ja auch eine Frage, die noch offen stand, ne? Wer ist der Reiniger überhaupt? Jedenfalls spielen wir ihn gerade. Er humpelt. Das erinnert mich gerade alles krass an Assassin's Creed irgendwie. Following Materials Archive. Evidence Number 1. HAF4RG0 Delta Surveillance Footage. Hä? Überwachungsmaterial? Sandman hat also unseren Freund erschossen? Hä? Voice message. Encryption code XDR00035. Sarah, I would have liked to speak with you in person, but I'm afraid that's just not gonna happen. So this is it. The moment has arrived. You know, I told her that I'd do whatever it takes to protect her, and now I gotta prove just that. Prove it to myself, to you, but mostly prove it to her. My precious little angel, Samantha. Samantha? In exactly 7 days, my man and I will be deployed to the Aegis labs to recover samples of Castor and Pollux. After which, you know what I have to do. Oh, I know what you're thinking right now. I know. So many innocent lives lost to save just one. But she's my baby girl. Huh? So listen up. I want you to leave Keen's sight, you and your Samuel, and get as far away from the city as possible. The gears of destruction are already in motion, and nobody can stop them now. And even if they could, I wouldn't let them. So, if one day my conscience does feel a little less guilty, it'll only be because
I've not only saved my daughter's life, but yours as well. Samantha ist seine Tochter? I know you know what it means to truly love someone with every fiber of your being. And the choices you gotta make to hold on to that love, to be with that person and share one last day, one last minute, one last tantalizing second. I couldn't live with myself knowing I didn't step up and do something, even if it means burning in hell for eternity. That should come easy compared to a living hell without her. Hope one day you can forgive me. But if you can't, saving Samantha will be enough. Huh? Evidence number 3, Sarah Carmichael's recording to Sam Walker. Samantha hat, oder Sarah hat also für Sam was aufgezeichnet noch. Sam, sweetheart. I've been waiting for this day to come, wishing I didn't have to tell you the things you're about to hear. Ja, das ist von Sarah. Here goes nothing. The more elaborate the lie, especially one as grandiose and brazen as this, the more difficult it becomes to explain. I should have waited for you to come home, to speak with you in person, but I just can't do anything but record this. You won't be home before dark, by which time it'll probably be too late. Sie wusste von allem. There's a good chance they'll come here looking for me. They. I guess you're wondering who I'm talking about. What I'm about to say will change your life forever. Change my life, too. What's happening, one way or another, was inevitable. But at the cost of many thousands of lives, it will also mean the end of our relationship. Listen to me. By now, all of Keen's sight is lost. He did it. He infected the whole goddamn town, sentencing the people here to a fate worse than death. He committed a truly unforgivable sin. The last hope for a crazy man being puppeted by even crazier people. The Kuronosu Company. I still don't understand how he could have done it, how anyone could have done it, even him, especially him. God damn you, Kuronosu, Hexacore, damn you both to hell. Oh, Christ. We're just a bunch of filthy murderers, all of us. Sam, listen. What I wanted to say, if I wasn't a coward, is that even though I've always loved you, I've never been completely honest with you. Beneath this city, behind your disease, lies a tangled web of secrets linked to the company. I would have told you sooner rather than being obliged by this tragedy, but I couldn't, and wasn't ready yet. I was afraid of how it might affect us. Sorry. It kills me to tell you this, but I'm not who you think I am. You already know that I work for Hexacore, but what you don't know is that my job isn't limited to mere administration. Mm-hmm. My field of expertise is actually the supervision of research studies, monitoring one of our most important tests. You. Was, er? For decades now, our government has been experimenting in its own backyard, testing chemical weapons on an unsuspecting America. The project is called Truman, and Keen Sight is one of the most illustrious testing zones, with Hexacore overseeing the whole shebang since the 40s. You, and hundreds of others like you, are the end result of these tests. Das Krankenhaus und das infizierte Wasser. And we've been tasked with keeping you in check and gleaning as much data as possible about your condition. I can attest, however,
that it took very little effort for you to become the most important. Ach, ihre Beziehung war geplant, damit sie ihn überwachen kann. Because I actually fell in love with you. And it wasn't just a job for me anymore. Oha. So when someone asks if I love my work, I tell them yes. Thanks to you, I do. And maybe that's why I've never had the courage to tell you before. And more importantly, I would never leave this place without you, of my own free will, if given the choice. Hold on. I hear something. There's somebody out there. Sandman ist gekommen, um sie zu killen. Evidence number 4, ID tags of Sarah Carmichael, Hexacorp Biogenetic Supervisor, Code 27. Und hier haben wir jetzt den ID-Tag von Sarah aus ihrem Arm. Das erklärt auch, warum er nur an ihrem Arm interessiert war und den abgerissen hat. Okay, dann schauen wir mal rein. 20. Juni 1991. Ich habe es endlich geschafft. Ich leite endlich eine der wichtigsten Forschungsstudien des Landes. Es hat Jahre gedauert, Projekt Truman gemeinsam mit diesen Ja-Sagern bei Hexacorp zu perfektionieren. Und wahrscheinlich noch länger, um diesen Washington DC Dinosaurier Murphy davon zu überzeugen, mich die gesamte Operation leiten zu lassen. Ich war ihnen immer entweder zu jung, zu mädchenhaft oder zu schwarz, doch am Ende hatten sie keine andere Wahl, als meine Erfolge anzuerkennen. In nicht einmal 30 Tagen werde ich nach Keenzeit überstellt und laut Konzern ist das eine Reise, von der es kein Zurück mehr gibt. Doch vielleicht reizt mich gerade das am meisten. Uff. Aber 1991? Ich dachte, das Spiel spielt im Jahr 1998. Achso, das war 7 Jahre vor. Mhm. Also sie ist praktisch 7 Jahre vorher nach Keenzeit gereist, um dort mit Sam diese Beziehung geplant anzufangen, weil er ein Versuchsobjekt ist und sie soll ihn überwachen. Und diese Eheschließung und das alles war sozusagen alles geplant, okay. Und 7 Jahre vorher kam sie dorthin. Okay, weiter geht's. Nächste Seite. 1992, Januar. Ich bin erst ein paar Monate hier, aber ich habe mich schon wunderbar in diese ländliche Gemeinschaft eingelebt. Manchmal tut sie mir leid, diese Menschen in Keenzeit, oder vielleicht sollte ich sie eher Versuchskaninchen nennen. Und dann beneide ich sie wieder, ihr einfaches Dorfleben mit all seinen Dorfwerten. Schließlich sorgt der Konzern dafür, dass sie in ihrer gigantischen Petrischale sicher sind. Fernab von all dem Scheiß in der Außenwelt, ich rede mir oft ein, bei der Erschaffung dieses Paradieses geholfen zu haben. Oder vielleicht ist es doch nur ein weiterer Höllenkreis. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Juli 93. Die schwierigste Phase vom Projekt Truman, oder zumindest was meine aktive Rolle in diesem Feld betrifft, ist offiziell im Gange. Alle Forscher, die hier stationiert sind, müssen regelmäßigen Kontakt mit einem Probanden haben, um ihn kontrollieren zu können. Aha, also sie mit Sam. Mhm. Und ich stelle dabei keine Ausnahme dar. Ich muss in der Tat mit gutem Beispiel vorangehen. Wie dem auch sei, morgen lerne ich meinen Probanden kennen und den Berichten nach zu urteilen, wird das der wichtigste Teil der gesamten Studie. Ich muss mich wieder von meiner besten Seite zeigen. Mittlerweile kratze ich mich seit Tagen am Arm. Nur weil jeder den gleichen Chip in den Arm eingepflanzt bekam, ist das noch lange nichts Gutes. Schließlich sind wir die Forscher und nicht die Versuchskaninchen, an denen die Regierung ihre Experimente durchführt. Aber leider sind das die Spielregeln und jetzt gibt es für mich kein Zurück mehr. 1994. Oh Mann, ich habe mich schon seit Jahren nicht mehr so gut gefühlt. Projekt Truman verläuft wie geplant, von den Experimenten ganz zu schweigen. Ich kann meine Freude einfach nicht mehr verbergen. Das habe ich alles nur meiner guten Arbeit mit meinem Probanden zu verdanken. Abgesehen davon ist das kein wirklich offizieller Bericht. Ich glaube, dass mit mir und meinem Probanden, kurz Sam, die Person, die ich verfolge und an die ich kürzlich herangetreten bin, etwas Merkwürdiges geschieht. Ich weiß, dass ich keine zu enge Beziehung zu ihm aufbauen sollte, doch der Konzern hat mich gebeten, mich ihm anzunähern. Und das Herz will, was das Herz will, richtig?
Ich sehe da also kein Problem. Mai 1994. Durch den jüngsten Transfer hochrangiger Mitarbeiter in das neue Büro im oberen Trakt des Damms geraten wir nun ständig mit den Leuten der Hexacorps-Spezialeinheiten aneinander. Wohlgemerkt sehen Hades-Agenten aus wie beinharte Kriegsmaschinen, die nur äußerst selten mit Leuten außerhalb ihres engsten Kreises interagieren. Die HAF-Piloten scheinen hingegen ganz normale Typen zu sein, trotz der schwierigen Aufgaben, die ihnen der Konzern oft auferlegt. Einer scheint jedoch die Aufmerksamkeit der Damen aus dem Büro besonders zu erregen. Sein Name ist Hayden, aha, also Sandman. Doch alle nennen ihn seit dem Unfall in Groom Lake nur noch Sandman. Ich habe keine Ahnung, wie er es lebendig dort rausgeschafft hat, aber ich würde gern mehr darüber erfahren. Lebendig aus dem Büro voller Damen? September 94. Hayden, ein wirklich außergewöhnlicher Mann, trotz all der schweren Zeiten, die er durchmachen musste. Ich habe ihn irgendwie dazu gebracht, mir aus seiner Vergangenheit zu erzählen. Seine Frau hat ihn vor Jahren verlassen, weil sie mit seiner Arbeit nicht umgehen konnte. Sie überließ ihm damals sogar das Fürsorgerecht über ihre einzige Tochter, die kleine Samantha. Aha, das ist die Tochter, die Sandman retten möchte, okay. Ich fühle mich diesem Mann irgendwie verbunden. Tatsächlich so sehr, dass ich für ihn und Sam dieselben Gefühle hege. Oh wow. Wie ich damit umgehe, wird sich mit der Zeit zeigen. Vielleicht sollte ich mich einfach auf meine Arbeit konzentrieren. Das heißt also, dass Sarah Multigam unterwegs war, ne? Hatte Bock auf zwei Kerle. August 1996. Ich dachte, ich könnte damit umgehen. Stattdessen wünsche ich mir nun, ich wäre nie in diesen Schlamassel hineingeraten. Ich arbeite jetzt seit 4 Jahren für den Konzern am Project Truman. Aber offenbar wird die Sache nicht so enden, wie ich es mir gedacht hätte. Wir sind nicht hierher gekommen, um die Leben der Menschen zu verbessern. Wir sind hier, um Massenvernichtungswaffen zu testen. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, so wollen diese Hexacorps-Bastarde mit ihrer Regierungsunterstützung, denen wir vertraglich unser Leben zugesichert haben, trotzdem keinen Finger für uns rühren. Für keinen von uns. Hayden hat mir erzählt, dass seine Tochter unter einer schrecklichen Krankheit leidet, die eine experimentelle Behandlung erfordert. Doch der Konzern will die Kosten dafür nicht übernehmen. Deshalb ist er seit einigen Monaten so distanziert. Ich möchte ihm irgendwie helfen. Ich fühle mich ihm so nahe, für immer. In der Zwischenzeit ist auch einmal etwas Gutes passiert. Sam hat mir einen Heiratsantrag gemacht. Ein Funken Hoffnung in der Dunkelheit, die mich umgibt. Eine Erinnerung daran, dass es wichtigere Dinge im Leben gibt. Jetzt weiß ich, wem mein Herz gehört, und ich werde ihm mein Leben widmen. Ich muss meinen Job so gut wie möglich erledigen, damit es ihm besser geht. Ich kann es kaum glauben. Entschuldigung, März 1997. Ich kann es kaum glauben, aber Hayden hat mich darum gebeten, ihn vor der Stadt zu treffen, um mir von seinem Plan zu erzählen. Es bleibt nicht mehr viel Zeit, um seine Tochter zu retten. Und dazu muss er eine abscheuliche Tat begehen. Ein wahrhaft widerwärtiges Vergehen. Also, die Tat ist praktisch, dass er jetzt Agent Leaf und den anderen auf dem Rücksitz killt. Und das ging dann schief, weil Leaf, welcher anscheinend doch der Gute war, einfach nur versucht hat, Sandman aufzuhalten. Weil er sonst gestorben wäre. Also Leaf hat eigentlich alles richtig gemacht, ne? Er war nicht der Böse, wie wir zuerst vermutet hatten. So, weiter im Text. Offenbar hat Kuronosu, ein internationaler Pharmakonzern, ein Geschäft mit Hayden gemacht. Während sie für die Rettung seiner Tochter sorgen, ermöglicht er die Auslöschung hunderter, wenn nicht gar tausender Leben. Und die Zerstörung von Hexacorps selbst. Also Kuronosu ist praktisch ein asiatisches Unternehmen und die wollen Hexacorps zerstören. Das würde Sinn machen, Leute, weil das U-Boot, welches während des Zweiten Weltkriegs Richtung Amerika gesendet wurde, um diese Biowaffe einzusetzen, die hatten ja schon das Ziel und Hexacorps, das US-amerikanische Unternehmen, hat sich ja diesen Virus nur zunutze gemacht. Und so hat die Operation der, ich glaube, japanischen Streitkräfte oder dieses Unternehmens Kuronosu, ja, weiter angehalten. Also der Plan war weiterhin, diesen Angriff durchzuführen auf die USA mit dem Virus.
Hexacore hat sich diesen von den Japanern sozusagen diesen Virus zunutze gemacht, um daran selber zu forschen. Also weiter im Text. Und was noch schlimmer ist, unsere Regierung wird durch die Aufdeckung der Wahrheit über die Experimente mit dem amerikanischen Volk, die seit Jahrzehnten durchgeführt werden, in die Knie gezwungen werden. Mhm. Er muss völlig von der Rolle sein. Er hat den Verstand verloren. Nichts, nicht einmal der Verlust einer geliebten Person darf jemanden zu einer so irrsinnigen und unbesonnenen Entscheidung verleiten. Ach so, und dieser japanische Konzern soll praktisch Haydens Tochter retten? Und im Gegenzug tut Sandman Hexacore vernichten. Er muss völlig von der Rolle sein, er hat den Verstand verloren. Nichts, genau da waren wir stehen geblieben, zu der Entscheidung verleiten. Ich bin mir sicher, dass diese Bastarde ihn ausnutzen. Ich verstehe ihn nur nicht, warum er das nicht erkennt. Ich muss ihn zur Vernunft bringen. Ich bin sicher, dass er nur ein verzweifelter Vater ist. Aber wenn er nicht einlenkt, habe ich keine Wahl. Ich muss ihn der Innenrevisionsabteilung des Konzerns melden. Auch wenn ich nicht weiß, wie ich anhand der Dinge, die man dort mit ihm anstellen wird, noch mit mir selbst leben können werde. Juli 1997. Hayden hat die Basis verlassen und ein paar Tage freigenommen. Traurigerweise hat es Samantha, seine Tochter, nicht geschafft. Ihr kleines Herz hat vor nur 2 Tagen aufgehört zu schlagen. Ich fühle zwar mit ihm, doch die Sache hat doch etwas Gutes an sich. Jetzt gibt es für ihn keinen Grund mehr, diesen widerwärtigen Plan auszuführen, soweit ich weiß. Ist er zur Klinik gefahren, in der man sie behandelt hat? Er wird bald zurückkommen und wenn er es tut, werde ich da sein, um ihn zu unterstützen, in welcher Art auch immer. Und da ist sie jetzt drin. Sie ist bereit? Zwölfmal bin ich gestorben, 11 Stunden haben wir gebraucht für das Spiel. Rating habe ich B bekommen. Wow. Wow, Leute. Krass. Also wurde das Ende jetzt doch noch aufgedeckt. Leaf war also der Gute. Sandman war der Böse. Zumindest aus unserer Sicht, aus seiner Sicht, er wollte nur seine Tochter retten und hat sich dafür auf irgendeinen Deal mit einer japanischen Firma eingelassen. Und drum, Leute, war das auch richtig gut, dass wir die ganzen Dokumente durchgelesen haben. Denn so konnten wir verstehen, dass die Japaner diesen Virus für einen Angriff auf die USA gemacht haben. Die Japaner wollten nicht, dass die US-Amerikaner diese Biowaffe in ihren Händen haben, obwohl sie ja gar nicht so in die Hände gelangen hätte sollen. In die Hände der US-Regierung und damit auch Hexacore. Und so wollte praktisch dann dieses japanische Unternehmen Hexacore ausschalten. Und Sandman, also Hayden, hat das Ganze dann sozusagen durchgeführt, diesen Plan. Und im Gegenzug wollte das japanische Unternehmen dann die Tochter retten von ihm. Und er hat Sarah gewarnt, weil er ihr nahe stand. Und Sarah wollte auch ihren Freund Sam mitnehmen. Und Sandman, also Hayden, hat Sarah gekillt in ihrem Haus, damit sie nichts ausplaudern kann. Aber das macht keinen Sinn. Warum hat er Sarah gekillt? Das macht keinen Sinn. Wobei, es hieß ja, dass die Zombie-Infizierung dazu führt, dass er praktisch die Körperteile anderer Leute essen muss, um sich selbst zu regenerieren. Das stand ja auch in einem Dokument drin, also würde das zumindest ein bisschen Sinn machen. Aber ich kann trotzdem nicht hundertprozentig verstehen, warum er ausgerechnet Sarah killen wollte. Ja doch, klar, wegen dem, dass er sich selber regenerieren kann. Aber dann hätte er ja genauso seinen Kumpel Raven essen müssen mit der Zeit. Er muss ja das immer wieder wiederholen. Nee, hätte er nicht, weil er hat ja das Gegenmittel von Raven bekommen. Nee, dann passt das sogar, ja. Da hat er keine andere Wahl gehabt und musste Sarah essen, okay.
Ich glaube, so dürfte die Story passen, ja. Ja, krass, dann war Leaf also der Gute und hat nur versucht, Sandman aufzuhalten. Also ich bin sehr gespannt, Leute. Damien 1994 spielt ja dann 4 Jahre vor den Geschehnissen von Damien 98. Ich bin extrem gespannt, wie der zweite Teil dann weitergeht. Der ist allerdings noch nicht erschienen. Wenn er aber erscheint, werden wir auf jeden Fall auch den zweiten Teil spielen, der die Vorgeschichte quasi erzählt. Und was aus der Tochter, ich glaube Samantha hieß sie, oder? Wenn ich mich jetzt richtig noch erinnere. Was es mit der Tochter auf sich hat von Sandman. Boah. Keine Ahnung, ob wir das im zweiten Teil erfahren werden, wenn der 4 Jahre vorher spielt. Glaube ich jetzt weniger. Okay, so. Genug Theorien aufgestellt. Ich muss sagen, richtig cooles Spiel, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Interessante Story. Ich freue mich, dass ein zweiter Teil kommt. Verhältnismäßig für ein kleines Entwicklerstudio sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut gemacht. Dieses Spiel. Also erst recht Freude groß auf den zweiten Teil. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ganz besonderen Dank, Leute, an die ganzen Channel-Member, die mich jeden Monat unterstützen für das, was ich hier tue. Vielen, vielen, vielen Dank, Leute. Und auch danke für alle Kommentare, alle Bewertungen. Ihr seid die besten, Leute. Habt einen schönen Tag noch, haut rein und ciao.